Schaut euch mal diese wunderbare Pracht in unserem kleinen Main-Nachmittag-Garten an. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt sagen, das ist ein kleiner Applaus wert. Oder, meine Damen, ja, so schön, wie der Garten im Moment dasteht. Und heute wollen wir so ein bisschen darauf hinweisen, was man beachten müsste, lieber Ole, ja, wenn man zu Hause auch so schön bunt haben möchte. Richtig, Augen auf beim Pflanzenkauf. So sieht es nämlich aus. Ja, du hast hier schon was Schönes das fängt mitgebracht. Hier, ja, hier fängt schon an. Ein Wasserdost, wunderschöner Herbstblüher, ganz toll. Nicht nur für unsere Augen, sondern auch für die Insekten, die sich freuen. Diese Sorte hier, die Sorte Humble, wird nur etwa 65 cm groß. Und wenn wir uns mal so ein bisschen über die Schulter schauen, ja, ne, das geht also auch so. Zweimal, das brauchen wir auf dem Balkon eher nicht nee, so. Nee, das ist genau das da Problem. Wer keinen Platz zu Hause hat und sich so ein kleines Stängelchen kauft, dann hat er auf einmal hier so ein Riesen-Otto. So, das ist ja so ein Ding. Wir, so, kaufen wir, wir packen das mal in unseren Einkaufswagen, wissen jetzt aber Bescheid, dass der unter Umständen sehr groß werden kann. Guck mal, jetzt kommt pünktlich hier kommt noch mal die Sonne durch. Bestens. Wieso ist denn jetzt eigentlich die beste Zeit, um im Garten auch jetzt noch zu pflanzen? Es ist noch eine sehr, sehr gute Zeit, um im Garten Stauden zu pflanzen, also unsere Herbstblüher, um die es ja heute geht, weil der Boden noch richtig schön warm ist. Mhm. Das heißt, die entwickeln sich noch richtig gut und wir pflanzen ja die Stauden jetzt nicht nur für unseren bunten Herbst, den wir jetzt vor der Nase haben, sondern natürlich auch fürs nächste Jahr. Ist ja klar, das sind jetzt hier alles winterharte Spätblüher, die wir haben. Also insofern hat unser Kameramann gerade hier alle Blumen umgehauen. Ich kann verstehen, dass er die auch haben möchte, aber wir kaufen jetzt einen. Genau, das ist der schöne Sonnenhut. Das ist der, genau, das ist die Sorte Goldsturm, das ist ein Klassiker aus den 70er Jahren. Gibt schon ewig, ein Dauerbrenner, wenn du so willst, im Herbstgarten. Und ja. Da gibt es jetzt Folgendes zu beachten. Wenn ich den jetzt mir kaufen möchte, es gibt verschiedene Sorten, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn es so aussehen soll, wie hier in Hülle und Fülle, dann, lieber Ole? Genau, dann müsste man jetzt nicht so wie du eine Pflanze einkaufen gehen, sondern 3, 4, 5. Ja. Ich propagiere da eher die größere Stückzahl. Natürlich ist das jetzt reizvoll, bei der Sortenvielfalt ganz viele in den Wagen zu packen. Aber es macht manchmal Sinn, für so ein volles Bild einfach wirklich von einer mal ein paar mehr zu nehmen. Und für die Farbenfroheit? Das gilt eben auch für die Sonnenbraut. Du siehst, hier haben wir drei wunderschöne spätblühende Sonnenbräute. Es gibt noch mehr Sorten. Das ist so ein bisschen Sonnenbraut. Die heißt Sonnenbraut. Guck genau, mal, da passt das jetzt so das alles. Fußvolk gegen die Sonne hier. Das ist die Sonnenbraut. Och, ist das schön. Und die hier. Guck mal. Jetzt noch zu pflanzen. Herrlich. Und die kommt auch dann jedes Jahr wieder, richtig? Und die kommt jedes Jahr wieder, ja, genau. Das lobe ich mir. Weißt du, meine Frau, die kauft im Frühling immer irgendwelche Blümchen und dann sind sie im Herbst verblüht und kommen nie wieder. So, und dann haben wir noch richtig schöne Den Anemonen. Ein. Genau, das die Japan-Anemonen. Und Japan-Anemone. Das ist hier auch eine ganz alte Sorte, Honorine Joubert, nach der Bankierstochter benannt. Da steckt Geld im Blümchen. Und hier ist es aber genau anders, als wir das eben bei dem Sonnenhut hatten und bei der Sonnenbraut. Wenn du so eine Blütenpracht hier haben möchtest, also so über viele Meter, musst du nicht unbedingt 10 Pflanzen kaufen. Da reicht eine, die breitet sich von alleine so aus. Okay. Ja, und man hört dann öfter mal nach der Blüte die Blütenstände wegschneiden, damit dieser Ausbreitungsdrang so ein bisschen begrenzt wird. Macht nicht so viel Sinn. Die Blüte ist, oder beziehungsweise der Samenstand ist sehr schön. Ich würde ihn dran lassen. Im Zweifelsfall mit dem Spaten so ein bisschen reduzieren und okay. Das ist nicht schwer. Kommt auch gut durch den Winter, sagst du, ja? Die ist winterhart, wobei so ein bisschen Reisigschutz, ja, die ersten 2 Jahre, das macht schon Sinn. Gut. Danach ist sie ganz Also wir merken uns, bei den Anemonen gar nicht viel fummeln, sieht sich von alleine aus und wenn man dann zu Hause der Frau die Handtasche klaut, guck mal, das hat der Ole zu Hause gemacht und hat uns mal ein Arrangement zusammengestellt, wie es jetzt zu Hause vielleicht auf der Terrasse oder auf dem Balkon auch noch aussehen könnte. Ich glaube, meine Frau ist mir nicht böse, weil ich finde das Ganze gelungen. Zumal du auch so auf diese Art und Weise natürlich den Ausbreitungsdrang der Anemone auch bremsen kannst und du kannst die Handtasche morgens vor die Haustür stellen und für den Briefträger zum Beispiel, der freut sich auch, oder abends an die Terrasse, die geht spazieren. Ist doch auch nett. Auch nett. So, wir werfen gleich noch einen Blick auf spezielle Gräser. Auch jetzt übrigens in unseren Gartentipps. Gräser, die Kapuzinerkresse, meine Lieblingspflanze, weil man die auch so schön wegnaschen kann zwischendurch. Ja. Und das Wildobst. Was es da zu beachten gibt, haben wir jetzt für Sie zusammengestellt.
Sie bringen Bewegung in den Garten, bieten Sichtschutz und sind einfach wildromantisch schön. Gräser. Jetzt im Herbst haben die Gartenmärkte die ganze Vielfalt im Angebot. Wer jetzt pflanzen möchte, muss aber ein bisschen aufpassen, damit die Gräser den Winter überstehen. Am besten eine sonnige Stelle mit durchlässigem Boden aussuchen. Den Wurzelballen vor dem Einsetzen rundherum mit der Hand aufreißen, das fördert die Bildung neuer Wurzeln. Gepflanzt wird in zwei Etappen. Ballen einsetzen, das Pflanzloch bis zur Hälfte mit Erde füllen und angießen. Erst dann wird das Loch geschlossen. Den Ballen festtreten und nochmal wässern. Als Winterschutz können Sie eine dünne Lage Laub oder Rindenmulch auffüllen. Und seien Sie geduldig. Gräser brauchen bis zu 2 Jahre, bis sie sich an den neuen Platz gewöhnt haben. Dieses Gewächs ist ein Alleskönner, optisch und kulinarisch, die Kapuzinerkresse. Von Mai bis zu den ersten Frösten treibt sie immer neue Blüten und die können Sie sogar essen. Genauso wie die Knospen, die Blätter und die Früchte. Angenehm scharf im Geschmack, fast wie Senf. Jetzt ist genau die richtige Erntezeit für die noch grünen Früchte, die sich unter den Blättern verstecken. In Essig eingelegt heißen sie falsche Kapern. Sehr gut geeignet zum Würzen von Salaten oder Kartoffelspeisen. Die Kapuzinerkresse ist übrigens eine sehr unkomplizierte Zeitgenossin. Sie kostet wenig, macht kaum Arbeit und ist doch so vielseitig. Diese Früchte wachsen wild in der Natur und darum heißen sie auch Wildobst. Kaufen kann man sie in der Regel nicht, wohl aber selbst pflücken. Zum Beispiel die Kornelkirsche. Je nach Region nennt man sie auch Herlitze oder Krakebeere. Die Früchte sind reif, wenn sie von selbst in die Hand fallen oder sogar schon am Boden liegen. Man kann sie frisch essen oder ein köstliches Mousse daraus zubereiten, ideal als Beilage für Wildgerichte. Das hier ist die Scheinquitte, auch genannt Zitrone des Nordens, denn sie enthält viel Vitamin C. Roh essen kann man sie allerdings nicht, wohl aber zu Gelee verkochen. Beliebt ist die Scheinquitte auch als Deko. Und hier sind die zwei Scheinquitten live aus dem Main-Nachmittag Fernsehgarten wieder. Und wir kümmern uns jetzt, und wir kümmern uns jetzt um die Pflanzen, die wir jetzt noch pflanzen können und auch lange was von haben. Richtig. Gehört die übrigens auch zu, blüht bis weit in Oktober rein, wenn wir Glück haben, das Eisenkraut. Die bitte nicht zurückschneiden, ganz wichtig, weil die kommen meistens durch Aussaat wieder. Nicht die Pflanze, die wir jetzt gesetzt haben, sondern das Jungvolk im nächsten Frühjahr. Also auch kein Unkraut hacken da unten rum. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Gucken Sie mal. Hier sehen wir zwei Beete. Einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Sehen sich recht ähnlich, aber die kommen nur einmal. Die blühen nur einmal und kommen dann nie wieder. Die bleiben für immer oder kommen die nächsten Jahre immer und blühen so schön, vor allem im Spätherbst und im Spätsommer und September. Wie kann ich das unterscheiden, wenn ich die mir jetzt kaufen möchte? Also der Großteil zumindest von denen dort kommt wieder, aber unterscheiden ist schwierig. Du musst den Fachmann fragen. Also wenn ich dann schon du im Gartencenter bin, erkennen. Auch mal nachfragen. Steht leider auch nicht immer drauf. Kommen die wieder oder bleiben die nur einjährig? Fragen. So, und wir haben es gesagt, sehr beliebt im Moment diese Gräser, die wir hier haben. Aber auch da ist es ein kleiner Unterschied, ob man jetzt nur einmal was davon hat und ob sie vielleicht am Ende des Jahres noch eingehen, wenn ich sie jetzt kaufe, oder ob sie wiederkommen, wie diese hier. Woran kann ich das erkennen? Du hast hier so drei Klassiker der Herbstbepflanzung vor dir, afrikanisches Lampenputzergras. Und du kannst zumindest schon mal sicher sagen, alle, die so ganz intensiv rot gefärbt sind, wie das da in der großen Vase oder auch das, was du in der Hand hältst, die kommen im nächsten Jahr nicht wieder. Da kannst du machen, was du möchtest. Auch noch so viel Winterschutz hilft nicht. Okay. 4 Grad plus reichen schon und die kriegen mindestens eine schwere Erkältung. Also bei Rot wie eine rote Ampel kommt nicht wieder. Ein bisschen erkennst du es auch an den Blüten, wenn die so intensiv rosa eingefärbt sind, so dieses ganz weiche, leichte, das sind meistens die Gräser, die nicht wiederkommen. Okay. Das hier ist für mich so eine der schönen Ausnahmen, ein Lampenputzergras mit dem Namen Viridescens. Leider gibt es da keinen anderen Namen für, aber das bekommt auch so schön eingefärbte Blütenrispen nachher. Also die haben das Beste noch vor sich. Das ist Winter, das kommt ganz sicher wieder. Dann hast du uns noch eine sehr beliebte Pflanze mitgebracht, die wir zurzeit überall finden. Das ist die Montbretia heißt diese Pflanze. Und da gibt es dann meistens auch mehrere Sorten. Insbesondere diese beiden sind sehr beliebt und diese etwas dunkler gefärbte, die Sorte Lucifer, die ist tatsächlich doch relativ winterhart. Das gilt für die nicht so. Wichtig ist,
so wie bei unseren Anemonen auch, dass wir immer so ein bisschen Winterschutz geben. Guck mal, es also geht jetzt schon los mit der Weihnachtsdeko. Ja, jetzt fangen wir schon an mit den ersten. Hör auf. Der Gärtner denkt ja aber immer vor. Genau, also die ersten Winter zumindest brauchen wir das bei der Anemone und bei der Montbretzel macht es immer Sinn. So ein bisschen Reisigabdeckung bzw. Tannenzweige, dann kommt sie durch. Super, vielen Dank, Ole. Wir wissen jetzt Bescheid, wie die Farbe jetzt noch in unseren Garten kommt. Ich nehme mir mal so einen Sonnenhut. Und wenn Sie das auch noch mal, wenn Ihnen das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell ging oder so, alle Tipps haben wir für Sie zusammengefasst. Natürlich auf unserer Mein-Nachmittag-Seite, dort auf der Gartenseite. Und Hannelore, ich kann mich nicht von dir verabschieden, ohne noch mal so einen kleinen Sonnenhut mit nach Hause zu nehmen. Ne? Ja, bitteschön. Wenn schon so ein Ausflug gemacht wird in unseren Garten, dann soll sich das auch lohnen. Habt ihr einen kleinen Applaus für Hannelore? Ja, das geht doch, siehst du.